Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und in dieser Folge möchte ich mit euch gemeinsam Licht- und Schatteneffekte zu dieser Szene hinzufügen. Ursprünglich hatte ich das für eine einzige Folge geplant, habe mich aber jetzt dazu entschieden, dass wir uns in dieser Folge erstmal nur mit globalen Beleuchtungseinstellungen beschäftigen werden und in der nächsten Episode werden wir uns dann mit der Objektbeleuchtung beschäftigen, was ansonsten einfach zu viel für eine große Episode wird. So, bevor wir allerdings zu den Beleuchtungseffekten kommen, möchte ich noch kurz zwei Sachen loswerden. Zum einen habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ich habe auf allen vorhergehenden Videos, wo wir mit Navigationspfaden gearbeitet haben, eine Ergänzung hinzugefügt. Navigationspfade kann man super einfach löschen, indem man die Navigationspfade auswählt, rechts gedrückt hält und dann mit der rechten Maustaste malt. Das ist viel einfacher, als über einen Knoten zu gehen und es entfernen zu drücken. Auch die Frage kam. Das wollte ich noch kurz loswerden. Dann, ihr habt festgestellt, wir haben immer einen schwarzen Hintergrund. Den können wir aber auch tauschen. Das heißt, wenn wir jetzt mit Licht und Schatten arbeiten wollen, wollen wir dann vielleicht auch einen schöneren Hintergrund haben. Um das zu ändern, gehen wir mal in die Map-Properties. Hier haben wir den Wert Background-Type und der ist vordefiniert als Farbe. Das heißt, wir können jetzt hier auswählen, einfach eine neue Farbe über den Schieberegler und das Feld oder wir können die RGB-Settings machen. Da wir in dieser Folge sehr, sehr, sehr viel mit Farben arbeiten. Kurz die Basics zu den Farben. RGB steht für nichts weiteres als Rot, Grün, Blau. Wenn ihr irgendwann mal sRGB lest als Fehlermeldung, ist das nichts anderes als der Standard für RGB. So, RGB drückt den Farbwert aus, entweder in den Werten von 0 bis 255, also das ist 255 volles Rot und nichts anderes. Der zweite ist der Grünwert und wir haben den Blauwert. Ansonsten werden die Farben überlagert. Dazu gibt es Farbpaletten, Wikipedia auch. Ich will das jetzt nicht überstrecken. Des Weiteren haben wir hier unten den Hexwert. Der Hexwert macht nichts anderes als das oben. Das heißt, wir haben die ersten beiden ist der Rotanteil, die mittleren beiden sind der Grünanteil und die letzten beiden sind der Blauanteil. Wobei das Hexadezimal ist, der geht quasi von 0 bis 9 und dann weiter A, B, C, D, E, F. Also F ist 16 und 16 mal 16 sind 256 Kombinationen. Also die Werte 0 bis 255 ist ausgedrückt in 00 bis FF. Okay. Des Weiteren haben wir den Raw-Mode. Der macht nichts anderes als den Wert hier runterskalieren, dass wir einen Prozentsatz kriegen. Das heißt, wenn wir das machen, haben wir hier die Werte zwischen 0 und 100%. Ja, das zu den Basics. Okay. Zurück zu den Einstellungen. Neben dem Color-Mode haben wir auch den prozeduralen Hintergrund. Dabei hilft uns RPG in der Box, unsere Szene einzustellen. Das heißt, wir kriegen hier eine Vorauswahl unseres Himmels, wie er aussieht. Das heißt, wir kriegen einen Editor, der uns einen schönen Himmel generiert. Dabei haben wir Folgendes. Wir haben links haben wir die Einstellung für den Himmel, den Boden und die Sonne. Wir können uns hier mit linker gedrückter Maustaste umgucken. Hier unten steht, in welche Richtung wir gucken. Wir können die Kamera zurücksetzen und wir können die Maus invertieren, falls euch das nicht gefällt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, quasi die obere Himmelsfarbe zu setzen. Die geht dann quasi in die Horizontlinie über, in den Boden. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel mal so einen Blutmondhimmel machen und können den auf vollen Rotanteil setzen, gehen dann in einen Weißanteil rüber und gehen auf dem Fußboden, gehen wir vom Weiß ins Grün. Sowas können wir jetzt zum Beispiel machen und können hier jetzt unsere Sonne gestalten. Das heißt, das ist die Farbe der Sonne. Auch die können wir setzen und können die zum Beispiel auf ein Blau reinsetzen oder ein Violett und können dann sagen, wo befindet sich unsere Sonne? Dabei gibt es die Angabe Latitude und Longitude. Die Latitude ist die Steigung über dem Boden. Dabei ist quasi 0 ist exakt mit der Bodenlinie. Ich glaube, es geht auch negativ, dann ist sie unterm Boden. Ja, also von minus 90 bis plus 90, wobei 90 dann quasi exakt oben am Himmel ist. Und da bringt die Longitude auch nichts mehr. Das ist quasi die Rotation in die Himmelsrichtung. So, das heißt, wenn sie zentral am Himmel ist, ist es egal, an welcher Position sie ist, sie ist immer gleich. Das heißt, das bringt erst was, wenn wir die runtersetzen, setzen wir so auf 45 Grad, haben wir bei Longitude die Möglichkeit zu sagen, die Werte minus 180 bis plus 180, dabei ist quasi die minus 180 Grad ist im Süden, die minus 90 Grad sollte im Westen sein, jawohl, ist im Westen, die 0 Grad ist im Norden und die 90 Grad plus ist im Osten. Und damit haben wir quasi von minus 180 bis plus 180 Grad, haben wir 360 Grad, können das jetzt quasi einfach anwenden. Wir setzen uns mal in den Süden, wie das sich das normal für die Sonne gehört. Und setzen sie ein bisschen höher an den Himmel. Machen wir mal 66. Und damit haben wir eine Szenerie mit
Sonne. Da ist er. Okay. Ich werde das jetzt mal schnell zurücksetzen. Ich nehme jetzt lieber mal die Standardeinstellung, die gefällt mir nämlich mehr. Dazu kurz der Tipp, wenn ihr das mal verfriemelt habt, macht die Engine kurz zu, macht sie auf und ihr kriegt wieder die Standardeinstellung. Ansonsten merkt sich das euer Color Preset. Okay. Jetzt wird sich vielleicht euch die Frage auftun, wenn die Sonne ja am Himmel ist und ich möchte vielleicht einen Tag-Nacht-Zyklus haben, kann ich denn die Position der Sonne nachträglich verändern? Und ich muss leider sagen, nein. Ich habe mit Justin einen Schreibverlauf gehabt, wo es darum ging, und er meinte, es ist momentan nicht möglich, das Transkript zu machen, und es ist auch nicht geplant, weil das Rendern des Himmels rechenintensiv ist und das zur Laufzeit zu Performance-Problemen führen könnte. Deswegen gibt es momentan keine Pläne, die Sonne nachjustierbar per Skript zu machen. Okay, das war's zum prozeduralen Himmel. Es gibt noch den Panoramahimmel. Beim Panoramahimmel muss ein Bild verwendet werden. Das heißt, wir brauchen ein Bild in unserem Image-Ordner und hier habe ich schon mal eins angelegt. Das heißt, wir können jetzt mal hier reingucken. Na, das nehmen wir vielleicht nicht. Achso, übrigens, ein JPEG oder JPG funktioniert nicht. Ihr braucht ein PNG. Ich hatte gerade schon das Problem in Invader Sill, also Keith Enders, auch aus dem Discord-Forum hat mir dabei weitergeholfen. Das ist mein Bild für den Himmel und PNG funktioniert jetzt super. Mit allen anderen Versuchen bin ich gescheitert. Und wenn ich das jetzt einsetze, wird dieses Bild auf die Kugel gestülpt. Das heißt, wir machen das jetzt mal Panoramasicht und wählen jetzt das Bild aus. Und wir sehen jetzt quasi, wenn ihr euch daran erinnert, die Sonne war auf der Zentrallinie, die befindet sich jetzt an der Seite. Na gut, so ganz zentral habe ich das nicht getroffen, wie es aussieht. Oben ist blau und unten ist grün. Prinzipiell läuft das quasi wie eine Mercator-Kartenprojektion ab, dass das quasi einmal verzerrt wird und die gerade Linie unten wird zum Kreis. Hier müsst ihr dann mit rumspielen und auch hier könnt ihr die Position nachträglich nicht verändern. Ihr könnt es also nicht rotieren lassen. Okay, das war's dazu. Und jetzt kommen wir zum coolen Teil. Jetzt kommen wir zum Licht. Aber erst zurück zum prozeduralen Himmel. Um unsere Beleuchtung zu anzupassen, müssen wir jetzt nach unten scrollen. Hier kommen wir an den Bereich unter Nebel, der losgeht mit Use Day Night Cycle. Okay, wir fangen hier an. Hier könnt ihr Voreinstellungen definieren, die ihr danach als Standard anwenden und im Spiel nutzen könnt. Ich habe hier einige Voreinstellungen schon reingebracht. Bei euch müsste das leer sein. Und ihr werdet da quasi mit dem Speichern-Symbol, werdet ihr alle Einstellungen der unteren Boxen für euch mitnehmen als Vordefinition. Für die Symbole speichert ihr mit der Diskette, ist diese Einstellung nur für die aktuelle Map, nur für die aktuelle Karte gespeichert. Mit dem Globus-Symbol in der Diskette speichert ihr das als globale Einstellung, was wir später brauchen werden, um unseren Tag-Nacht-Zyklus einzurichten. Des Weiteren habt ihr das Auge mit dem Häkchen, damit wendet ihr das in die Szene an. Die werden also quasi bei euch zur Szenendarstellung reingebracht. Mit dem X könnt ihr eine Voreinstellung löschen, was bei mir in der aktuellen Version nicht gut funktioniert. Und mit dem Stift könnt ihr es umbenennen. So, hier unten haben wir die Lichteinstellungen und wir werden anfangen mit den Ambient Light Settings. Ich versuche das jetzt möglichst bildlich, einfach und nicht so technisch auszudrücken. Ambient Light Setting heißt prinzipiell Hintergrund- oder Umgebungsbeleuchtung. Stellt euch das grob so vor, diese Szene ist eine Theaterszene und das sind richtig viele Scheinwerfer, die von allen Seiten strahlen, also überall kommt Licht hin. Es gibt keine Nische, die kein Licht kriegt und Schatten bringt. Tatsächlich wird es so gemacht, dass es keine Lichtquelle gibt von einer Position oder Entfernung. Es gibt keinen Lichtwinkel, sondern jeder Voxel hat eine eigene Helligkeit zugeordnet und strahlt prinzipiell selbst die Lichtkraft ab. So, was wir jetzt wählen können, ist die Farbe. Ich mache erstmal das gerichtete Licht aus, dann sehen wir die Szene besser. Wenn ihr hier was einstellt, werdet ihr das Problem haben, dass ihr nicht leicht rauskommt. Am besten funktioniert das nicht über Escape oder sowas, sondern klickt ein Feld an und woanders hin. Daran muss ich noch was tun. Momentan ist das nicht sehr schön, aber es so geht auf jeden Fall gut von der Hand. Ihr habt die Möglichkeit, die Lichtfarbe einzustellen. Voreingestellt ist eigentlich ein Weiß. Das heißt, das ist ein Lichtspektrum, wo jede Farbe reflektiert wird und das fühlt sich natürlich an. Das absolute Gegenteil davon ist schwarz. Das heißt, hier wird nichts mehr an Wellenspektrum reflektiert. Ihr habt keinerlei Licht mehr in der Szene drin, egal wie hoch ihr die Intensität dreht. Und dazwischen habt ihr verschiedene Farben, die ihr in die, also Licht, das ihr in die Szene bringen könnt. Und je nachdem, was ihr für Farben habt, wird das reflektiert. Ihr könnt quasi einen Rotfilter anwenden oder einen Blaufilter, der die Szene in eine bestimmte Richtung verzerrt. Also wie gesagt, natürlich ist weiß oder ein sehr helles Grau, wenn ihr sowas haben wollt.
Die nächste Einstellung ist die Intensität. Das gibt an, wie viel Energie in eure Szene abgestrahlt wird, also wie viel Licht. Da wir ja quasi kein Licht tatsächlich verwenden, sondern die Strahlkraft der Voxel, gibt es beim Ambient Light an, mit welcher Helligkeit die Voxelfarbe bemessen wird. Dabei heißt 0, es gibt überhaupt keine Helligkeit, alles ist schwarz und 1 ist das, was wir als normal empfinden würden. Der Maximalwert liegt bei 16, was einer extrem überbelichteten Szene entspricht. So, jetzt sagte ich ja, wir haben keine Position und keine Entfernung, also haben wir auch keine Schatten. Wenn wir in die Szene gehen, sehen wir aber doch so etwas wie Schatten, ja? Das liegt daran, dass die Ambient Occlusion Settings an sind. Ambient Occlusion ist keine tatsächliche Schattenberechnung, sondern eher ein Shader-Effekt, der sich das Prinzip zunutze macht, dass in Nischen normalerweise nicht so viel Licht einfallen kann, weil in einer Nische gibt es verschiedene Winkel. Das heißt, die Flächen sind unterschiedlich zur Sonne ausgerichtet und es muss etwas wie einen Schatteneffekt geben. Bei Ambient Occlusion werden also alle 90-Grad-Winkel oder alle Winkel, die dafür sorgen, dass die Flächenausrichtungen sich abwechseln, werden mit einem Schatten bemessen. Und der wird dort statisch reingebracht. Das ist ziemlich performant, verbraucht sehr wenig Rechenleistung und bringt ein gewisses Maß an Realismus in unsere Szene rein. So, diese Werte, die wir hier haben, können wir zum Teil per Skript verändern. Wir können das Ambient Light an- und ausschalten, wir können den Farbwert per Skript ändern und wir können die Intensität ändern. Wir können aber nicht die Ambient Occlusion an- oder ausschalten. Das müssen wir per Karte definieren. Ich möchte jetzt an den Punkt gehen, dass wir das mal mit einem Skript machen und uns einen Skripttrigger bauen, der das Licht verändert, an- und ausschaltet und die Farben macht, damit ihr einfach mal seht, wie wir das machen. Wir sind noch nicht so tief in Skripten reingegangen. Ich zeige euch das also per Drag and Drop. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wer den Drag and Drop Editor benutzen kann und das verstanden hat, also mehr andersrum, wer programmieren kann, kann auch aus dem Drag and Drop die Programmfunktionen ableiten. Ich werde sie auch nochmal erklären. Ich werde auch mal zeigen, wie man das im Spiel machen kann. Im Skript-Editor stellen wir uns einfach ein neues Skript und sagen hier, wir nennen das jetzt mal SetLight. Mit dem spielen wir jetzt in Zukunft rum. Die Display-Message brauchen wir nicht. Und wenn wir irgendwie die Skripte haben wollen, können wir den Filter benutzen. Und was wir gerade machen wollen, ist Light. Hier findet ihr quasi alles. Wenn ihr es spezieller haben wollt, schreibt ihr davor Ambient Light. Und das sind unsere Funktionen, wie ich sagte, an Ausschalten, Farbintensität. Das heißt, das Erste, was wir machen wollen, wir haben das Licht gerade an, wir schalten es einfach mal ab. So, das heißt, wir ziehen uns die Box rein. Hier oben seht ihr die Box, die hat einen Namen, Set Ambient Light Enabled. Und als Code ist es immer so, große Buchstaben werden zu kleinen Buchstaben, Freizeichen werden mit einem Unterstrich oder Underscore ersetzt. Hier unten seht ihr den Code dafür. Und das Ding hat einen Wahrheitswert, an oder au, also enabled, disabled wird es angezeigt, hat aber tatsächlich einen Boolean, also einen Wahrheitswert-Expression-Ausdruck, true oder false. Was anderes ist es nicht. Können wir es selber schreiben, wenn wir das ansetzen. Und wir können dann hier hinten ein neues Skript anbinden. Wir wollen es erst einfach mal ausmachen. So, wie kriegen wir es jetzt in unsere Karte rein? Nach dem Speichern ist der einfachste Weg zu sagen, wir definieren einfach ein Feld und wenn wir das betreten, ist das ein Trigger für unser Skript. Das heißt, wir wählen jetzt das Feld aus und sagen hier in dem Entity Properties, wir wollen ein Skript an dich als Feld binden. Wenn der Charakter das Feld betritt, führe bitte mal mein Set Light Skript aus. So, und das war's. Springen wir jetzt in die Szene rein und betreten das Feld, wird es bei uns dunkel, weil es die einzige Lichtquelle ist, die wir haben. Gehen jetzt also zwei Felder zurück und wir sehen, es wird noch richtig Nacht. Der Himmel ist noch hell, das ist ja quasi fest berechnet, aber wir haben keine Lichteffekte mehr. Wenn wir die Skriptfunktion kennen, können wir die auch im Spiel ausprobieren. Das heißt, das, was wir gerade im Code-Editor sehen können, können wir auch in die Konsole eingeben. Unter der Escape-Taste gibt es so einen Pfeil nach oben, einen Kreis, Zirkel und Flex heißt die Taste. Oder ja genau. Und da könnt ihr jetzt eingeben set unterstrich ambient unterstrich light unterstrich enabled. Und hier können wir experimentieren. Wenn ihr Skriptfunktionen ausprobieren wollt, wie es wirkt, könnt ihr damit in der Debug-Konsole direkt arbeiten und könnt sagen, ich möchte es jetzt mal anhaben. Und schon ist es an. Ich kann es auch wieder ausschalten. Das heißt, so könnt ihr im Spiel schon mal testen, wie eure Funktionen eigentlich funktionieren. Falls ihr tatsächlich dazu übergeht, eigenen Code schreiben zu wollen. Ne? So, das dazu. Jetzt können wir natürlich auch die Intensität und das Licht, die Lichtstärke verändern. Dazu gehen wir wieder in unser Skript. So, und das Licht auszuschalten, bevor wir irgendwas ändern, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, also machen wir das weg. So, was wir machen wollen, wir wollen die Intensität ändern, ziehen das also rüber und wir wollen auch gleichzeitig die Farbe ändern. So, jetzt haben wir hier ein schön vorgefertigtes
Eine schöne vorgefertigte Box, wo wir nicht wissen müssen, wie das die Signatur aussieht von der Methode. Das steht hier unten drin. Da könnt ihr im Prinzip, wenn ihr es reinzieht, seht ihr immer das Zeug und so lernt man prinzipiell die Programmiersprache durch Beispiele. So, wir können jetzt hier sagen, die Intensität wollen wir ändern auf 25%, also 0,25. Denkt immer dran, englische Kommazahlen für Programmierung immer mit Punkt. Ja? Die Engländer haben nur den Punkt für Tausendertrennung. Wir können auch die Pfeile hoch und runter nehmen. Wir können auch bei manchen Sachen das Schloss rausmachen, um bessere Eingabemöglichkeiten zu kriegen. Damit können wir zum Beispiel andere Varianten nehmen als diesen Wert. So brauchen wir bei dem jetzt nicht. Des Weiteren haben wir bei beiden eine Fade Duration. Das ist quasi eine Zeit, in der der Übergang stattfindet. Also so, dass es nicht bopp, dunkel ist, sondern es geht langsam und wird abgedunkelt. Wir machen das also über einen Verlauf von 2 Sekunden. Und gleichzeitig wollen wir die Farbe ändern und sagen jetzt mal, wir machen hier mal ein Rot. Hier können wir den Color-Wert einsetzen. Das ist ein Keyword, das kann man alles nachlesen, zeige ich euch gleich noch. Und kann den Wert als Hexwert definieren. Man kann ihn aber auch über den Color-Picker wählen. Ich habe gesagt, wir machen ein komplettes Rot. Und wir machen auch das über 2 Sekunden und können das nutzen. Hier unten haben wir wieder das Codebeispiel, was wir gleich in der Debug-Konsole benutzen. Speichern das. Gebunden ist es auf unserem Feld, also ab ins Spiel. Und wir können nun ausprobieren, was passiert, indem wir einfach die 2 Felder zurück auf unser Feld gehen und wir sehen, es wird dunkel und rot. Okay, um das zu machen, können wir natürlich jetzt auch wieder die Konsole zur Manipulation nehmen und können sagen Set Ambient Light Color und geben hier den Color-Wert ein. Wir brauchen also ein Color-Keyword, um eine Farbe zu erzeugen und die hat 3 Übergabeparameter, den Rotanteil, den Grünanteil und den Blauanteil. Das heißt, wir wollen hier weißes Licht erzeugen und kriegen damit Ambient Light Color. Irgendwo habe ich mich vertippt. Ich prüfe das mal kurz nochmal nach. Moment. Okay, ich habe es rausgekriegt. Das Geheimnis ist einfach nur, dass hinter dem Komma ein Freizeichen Pflicht ist. Also jede Programmiersprache hat Eigenheiten. Bei dem ist es so, nach dem Komma muss ein Freizeichen sein. Bei anderen Programmiersprachen ist das optional. Wir können also unsere Farbe jetzt ändern, indem wir hier 255 eintragen und machen damit wieder ein blankes Weiß. Und zusätzlich haben wir optional, das heißt, wir müssen das nicht machen, können aber und können hier die Transition, also die Übergangszeit einstellen und können jetzt sagen 10 Sekunden. Ansonsten lassen wir es einfach weg. Und wir sehen dann, dass unser Licht jetzt langsam wieder weiß wird. Genauso können wir das mit der Intensität machen, durch Set Ambient Light Intensity und können das festlegen auf 16. Ja, das sind die Skriptspielereien, könnt ihr quasi in der Welt ausprobieren, wie es sich anfühlt und könnt das dann in eure Skriptwelt übertragen, wenn ihr damit spielen wollt. So, jetzt sagte ich euch ja auch, ich zeige euch, wo man das nachlesen kann. Das findet ihr in der Help-Section. Ihr könnt hier einfach Ambient Light angeben. Und da findet ihr einen Einstieg in Ambient Light. Ihr seht die Beschreibung, ihr seht Verweise auf die Funktion, die ihr hier nachlesen könnt. Hier seht ihr auch zum Beispiel die Funktion, wie ihr die Werte setzen könnt. Und ihr könnt zum Beispiel auch hier den Link nehmen oder über Color, wie man eine Color definiert, wie das aussieht. Und seht hier die Möglichkeiten. Ihr könnt das vom RGB-Wert erzeugen oder auch von dem Hexwert könnt das nutzen. Alternativ, das ist nicht immer die aktuellste Doku. Was meistens aktueller ist, ist die Website. Und da sieht das Ganze so aus. rpginabox.com/docs findet ihr die Sachen und ihr findet hier, habt ihr eine Suchbox, könnt das da eingeben und ihr findet auch in der Sitemap eine schöne Übersicht über alle möglichen Themen und ihr findet hier unter Ambient Light normalerweise relativ schnell, was es hier für Möglichkeiten gibt, wobei hier die Intensität fehlt. Also Dokumentation ist nicht immer auf dem aktuellen Stand. Justin hat auch sehr viel zu tun, um ihn hier zu verteidigen, aber das ist immer eine gute Quelle, um in solche Sachen reinzukommen. So, damit kommen wir zu unserer nächsten Einstellung. Das ist das Directional Light Setting, also die gerichtete Lichteinstellung. Wir können uns das jetzt so vorstellen wie bei der Sonne. Wir haben eine Lichtquelle, die sich irgendwo in dem Umkreis befindet, extrem weit weg, sodass für das einzelne Feld der Winkel keine Rolle mehr spielt. Die Licht kommt auf jedes Feld im gleichen Winkel. Wir haben auch hier wieder die Einstellungsmöglichkeit der Farbe und der Intensität. Das können wir jetzt auch mal machen. Jetzt habe ich das schon gemacht. Ich mache jetzt das Ambientlicht aus und mache nur das gerichtete Licht an, dann sehen wir das am besten. Die besten Resultate erzielt ihr übrigens in einer Kombination zwischen einem Ambientlicht und einem gerichteten Licht. So, um das jetzt zu sehen, müssen wir mit den Winkeln spielen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Winkelpositionierung und wir können sagen, der
Vertikale Winkel ist die Aufstellung über dem Boden, wobei 0 quasi auf der Achsenlinie, wie unser Brett ist, auf Z0 kommt das Licht und knallt gegen unsere Hauswand und beleuchtet nur das. Alles andere liegt im Schatten. Also alles andere liegt nicht im Schatten, alles andere ist quasi keinem Licht ausgesetzt. So, erkläre ich gleich mehr dazu. Wenn wir den Winkel verändern, kommen wir quasi bei 45 Grad von schräg oben. 90 Grad ist exakt von oben. Dann spielt auch die seitliche Positionierung keine Rolle mehr. Die Lichtquelle wird sich eigentlich nur um die eigene Achse drehen. Es hat keinen Effekt mehr. 180 Grad ist im Norden und 270 Grad wäre von unten. Ich weiß nicht, ob es dafür eine realistische Anwendung gibt, dass ihr von unten bescheinen wollt, aber falls ihr irgendeine Idee dafür habt, wäre das die Einstellung dafür. Also technisch möglich. Die Anwendungsfälle müssten erst erdacht werden, wahrscheinlich. Okay, so jetzt können wir damit spielen. Ich mache jetzt einfach mal die Belichtung auf der Höhe von 60 Grad, dann sehen wir das relativ gut. Jetzt kommt der horizontale Winkel. Da ist der Bezugspunkt, die Sonne steht im Süden. Das heißt, wir gucken nach Norden und es wird die Nord, also die, nach Norden wird die Fläche angeleuchtet. Das heißt, unser Licht kommt aus dem Süden. Ändern wir jetzt den Schieberegler, geht die Sonne über den Osten weiter in den Norden, dann in den Westen und bei 360 Grad ist sie wieder im Süden. Das bringt uns zu dem Problem, dass ein normaler Tagesverlauf zwischen 90 bis 0 und dann 360 bis 270 Grad wäre. Das heißt, in einem normalen Tagesverlauf, den wir nachher machen, läuft unsere Sonne seltsamerweise über Norden. Das müsste man dann halt anders anpassen, aber man kann diese Winkelpositionierung nicht im Skript ändern. Das ist das nächste Problem. Das wird automatisiert gemacht zur Performance-Optimierung, dass man das nicht immer triggern kann. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten, Schatten an- oder auszustellen. So, ja, wenn wir die Schatten ausmachen, seht ihr trotzdem, dass es etwas wie eine Abdunklung gibt. Das ist aber tatsächlich kein richtiger Schatteneffekt, sondern vielmehr, ähnlich wie beim Ambientlicht, eine statische Berechnung. Das heißt, hier spielt nur noch die Ausrichtung jeder Fläche zur Lichtquelle eine Rolle. Das heißt, diese Flächen sind dem Licht nicht ausgesetzt und damit absolut dunkel. Die Schrägen gehen einigermaßen in die Lichtquelle und kriegen damit ein bisschen Licht ab. Ja? Was anderes sagt das nicht. Und wenn wir die Schatten anmachen, sorgt es zusätzlich noch dafür, dass alle unsere Teils, also Kacheln, einen Schattenwurf machen. Damit können wir hier unten einstellen, wie groß der Schatteneffekt sein soll. 0 ist quasi gar kein Effekt und 100% ist absolute Lichtunterdrückung. Zwischen den Werten können wir wählen und wir können jetzt damit in den Skripteditor hüpfen. So, zurück im Skripteditor können wir jetzt hier unsere Funktion ändern. Kurzer Hinweis noch, wenn ihr speichert in der Karte, ist die aktuelle Lichteinstellung für eure Karte gültig. Ja? Ihr müsst nichts weitermachen. Also, um die Funktion zu suchen, können wir wieder den Filter verwenden und suchen jetzt Directional Light. Da haben wir hier dieselben Funktionen wie vorher. Wir können es aus anmachen, die Farbe und die Intensität ändern. Wir machen das jetzt, also ausschalten bringt jetzt nichts, haben wir ja gesehen, wie es funktioniert. Das können wir dann auch in der Karte direkt machen. Das Einzige im Namen ändert sich auch übrigens nur das Directional. Die Funktionen sind sonst komplett gleich. Also wir setzen jetzt mal einen Blauton und setzen dann anschließend das über 3 Sekunden ein und die Intensität wieder auf 0,25 über 3 Sekunden. Wir sehen hier unten wieder, wie unsere Funktionen heißen. Der zweite Wert hier hinten, die Duration Time, ist wieder der optionale Wert, den wir nicht unbedingt setzen müssen. Und wir können das Skript speichern und nochmal so zum Binden. Dadurch, dass am Feld der Name des Skriptes gebunden ist, wird quasi der Skriptinhalt automatisch ausgetauscht und wir müssen das am Objekt nicht ändern. Wir sehen jetzt quasi, dass sich hier der Inhalt geändert hat, weil der mit dem Namen verknüpft wird. Ändern wir den Inhalt des Skriptes und der Name bleibt gleich, geht es automatisch an die Karte, nee, an das Skript an der Karte ran. So, wir können das jetzt wieder testen, indem wir einfach mal nach hinten gehen. Ja, und wir sollten vielleicht noch die Richtung des Lichts abändern, dass wir das auch von der Seite sehen, aus der wir gucken. Das bringt uns überhaupt nichts. Sorry. Von daher lasst uns das noch schnell ändern und wir drehen mal die Sonne so hin, dass die von unserem Eingang herkommt. So. Ja, mit einem leichten Schatten nach vorne vielleicht. Oder so. Ja, so. Zur Seite. Lass uns das mal ausprobieren. Wir speichern. Und probieren das Ganze nochmal. Und wir sollten jetzt sehen, dass sich unser Licht in Blau ändert und langsam abdunkelt. Genau. So, und auch hier können wir wieder genau dieselben Befehle setzen. Set Directional Light
enabled und das ist ein Boolean, also false zum Ausschalten und true zum Anschalten. Wir können auch wieder nehmen set ambient directional light color und können hier wieder den Color-Ton eingeben. Und dann nehmen wir jetzt 255 mit Leerzeichen, 255 und wir sehen, unser Wert hat sich schon geändert. Das ging ein bisschen schnell. Wir machen nochmal 3 Sekunden und setzen es nochmal auf einen anderen Wert, dass man es besser sieht. So, okay, hat geklappt. Und wir haben die dritte Funktion, das ist die Intensity und die können wir ändern zwischen 0 und 16, habe ich gesagt, als Nummernwert. Und wir können ja einfach mal machen 2,75, also Komma wieder als Punkt. Und wir sehen, es hat geklappt. Duration Time habe ich weggelassen, ist rein optional. Okay, und damit können wir hier rausgehen und gucken uns die nächste Einstellung an, bevor wir zum Tag-Nacht-Zyklus kommen. So, ganz kurz noch, ihr findet selbstverständlich auch dieses wieder hier oben in der Hilfe unter Directional Light. Und ihr findet auch hier wieder die grobe Beschreibung, was das ist, also die Methoden, die wir anwenden können und was da eingesetzt werden wird. So, damit kommen wir zur nächsten Beleuchtungsart. Wir kommen zu Global Illumination. Das ist momentan ein experimentelles Feature und ich möchte es euch kurz beschreiben. Prinzipiell ist es so, dass wir unsere Lichtquellen, Ambientlicht und gerichtetes Licht kombinieren können, wie wir das gerne hätten, und erzeugen damit einen Schattenverlauf oder unseren Schattenwurf in der Szene. Den können wir jetzt natürlich noch deutlich verstärken, indem wir Global Illumination einsetzen. Prinzipiell ist das eine Technik, wo durch Strahlenberechnung eine Maske erzeugt wird, um das Licht möglichst realistisch wirken zu lassen. Das heißt, wir können damit unsere Schattenerzeugung deutlich aufwerten, aber das ist sehr rechenintensiv. Wir können das quasi anschalten und sehen, dass unsere Konturen damit noch schöner werden. Und wir haben dann die Möglichkeit, eine sogenannte Maske zu backen. Also wir können auswählen, ob in 64, 128 oder 256 Berechnungsschritten unsere Maske erzeugt wird. Das wird quasi als Lightmap genommen und wird über das Kachelmodell oder Objektmodell drüber gelegt, um damit nochmal einen zusätzlichen Layer an Schatten zu erzeugen. Ganz interessant oder vor allem interessant ist das, wenn wir solche Sachen nutzen wie nur direktionales Licht. Nehmen wir jetzt mal das Ambientlicht aus. Sehen wir zum Beispiel, dass es in unserem Haus sehr dunkel wird und wir haben auf der Schattenseite kaum irgendwelche Konturen sichtbar. Machen wir jetzt das experimentelle Licht an, kriegen wir quasi Streulicht mit dazu. Und wir sehen, dass quasi auch die also sonnenabgewandten Seiten auf einmal doch eine Leuchtkraft mit sich bekommen. So, wir können quasi jetzt diese Maske erzeugen und sehen damit, dass es dadurch einen besseren, also je nachdem, was ihr dann nehmt, eine schnelle Berechnung bringt halt mehr Licht, eine langsamere Berechnung macht es ja, macht die Übergänge deutlich besser. Moment. Fängt's. So, also mit 64 ist es heller und damit kann ich es besser zeigen jetzt. Sehen wir dann, dass wir im Haus doch schon mehr Sachen jetzt sehen, wie die Fensterlichter und es gibt quasi diffuses Licht im Treppenixel, was irgendwie hier durchgestrahlt wird. Ja? Das ist Global Illumination. Wie gesagt, in Kombination mit den anderen beiden Sachen finde ich das am besten. Spielt da auf jeden Fall mal mit rum. Wichtig ist, dass nachdem ihr diese Maske einmal erzeugt habt, ist die statisch. Das heißt, wenn ihr danach irgendwo in der Karte Positionierungen ändert, werden diese Masken nicht aktualisiert. Ja? Das heißt, die sind dann fest. So, damit kommen wir zum letzten Feature, dem Glow-Feature. Mit dem Glow-Feature können wir quasi dafür sorgen, dass leuchtende Flächen noch weiter verstärkt werden. Das werden wir jetzt hier zum einen einsetzen. Wir werden dann aber später in der zweiten Episode über die Objektbeleuchtung nochmal drauf kommen, weil für die Objekte spielt das eine viel größere Rolle als für das, was wir jetzt haben. Auch für unsere Szene können wir Glow einsetzen. Und Glow sorgt quasi dafür, dass genau die Flächen, die zur Sonne exponiert sind, also die genau auf die Sonne ausgerichtet sind, dass die umso deutlicher aufgehellt werden. Die bekommen quasi einen Blur-Effekt, ja, eine Aura, ein Halo, was dort leuchtet quasi. Und darunter findet ihr, wenn ihr es anschaltet, die Glow Layers. Prinzipiell könnt ihr euch das vorstellen. Ich zeige euch das mal im Detail. Das sind quasi von jedem Voxel wie kleine Kugeln, die in verschiedenen Abstand sind. Das heißt, der Glow Layer 1 ist die kleinste und nächste Kugel mit dem geringsten Leuchteffekt.
Wenn wir jetzt die Stufen weiter durchgehen, seht ihr, dass dieses diffuse Leuchten immer heftiger und intensiver wird und auch immer weiter abstrahlt. Ja? Also der Blur-Effekt, seht ihr hier hinten ganz besonders, ist jetzt quasi ungefähr so groß. Und der wächst immer weiter an. Das wird bei den Objekten dann mit eigener Leuchtkraft wird das noch umso interessanter. Und wir können auch diese Layer kombinieren, wenn wir ein extra intensives Leuchten haben wollen, können wir quasi alle Kugeln zum Leuchten bringen und kriegen damit die höchste Strahlkraft. So, dieser Effekt hat übrigens so gut wie keine Wirkung auf dunklen Flächen. Das heißt, packen wir schwarze Flächen rein, werden wir hier keine also keinen Leuchteffekt ausmachen können. So, Skript habe ich jetzt zu diesen Sachen nicht erklärt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ihr weder Global Illumination noch den Glow-Effekt durch das Skript hervorrufen könnt. So, jetzt kommen wir zum schönen Teil. Jetzt kommen wir quasi dazu, dass wir unsere Presets anlegen für den Tag und für den Nachtpunkt und fangen jetzt an, unseren Tag-Nacht-Verlauf anzulegen. Und anschließend zeige ich euch noch, wie ihr im Spiel im Skript die verschiedenen Presets einschalten könnt. So, zu den Presets. Ich möchte jetzt mit euch folgende Presets einstellen. Ich habe das schon vorbearbeitet und gebe euch jetzt die Werte mal durch. Zum einen möchte ich einen Morgen-Abend-Tagzyklus machen. So, ich kann jetzt quasi bei mir die Voreinstellungen nehmen, damit seht ihr, wie es bei mir aussieht. Das ist jetzt quasi, die Sonne steht im Osten, ganz am Morgen, der Schatten fällt nach Westen. Wir haben ein Ambientlicht mit der Stufe 1 und wir haben ein direktionales Licht mit der Stufe 2, beide in weiß. Und zusätzlich habe ich Global Illumination mit der höchsten Zahl, also mit der höchsten Maskengenauigkeit und ein leichtes Leuchten. So, die Werte setzt ihr bitte ein und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier oben auf Speichern als global und gebt dem Ding den Namen Morgen oder irgend sowas in der Richtung, ja? Das zweite Setting, was wir verwenden wollen, ist abends. So, ich nehme jetzt mal abends. Die Sonne steht quasi im Westen und der Schatten fällt nach Osten. Auch hier wieder weißes Licht oder hier habe ich ein graues Licht drin. Da ist der genaue Wert 0, C0, C0, C0. Ich gucke nochmal schnell bei morgens, es sollte aber das gleiche sein. Ja, ist das gleiche. Und der andere Wert ist FFFFFF. So, halt. Nein, ich habe gesagt Abend. 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 Ja, also 6 mal F. Das direktionale Licht hat eine Stärke von 2. Hier haben wir jetzt quasi 270 Grad, das ist Westen, 45 Grad Steigung. Schattenverlauf, die Schattenstärke ist 50% und auch hier das nutzen wir. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir zwar einen Tagesverlauf haben, aber jetzt kommt das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Speichert das bitte mal ab. Und um den Tagesverlauf aktiv zu kriegen, müssen wir jetzt hier in die Einstellung des Spiels gehen und können im Gameplay sagen, wir möchten hier beim Rubrik Tag-Nacht, dazu müsst ihr Custom anhaben, könnt ihr den Tag-Nacht-Zyklus aktivieren. Jetzt könnt ihr eure vorgewählten globalen Presets nehmen und könnt sagen, ich möchte starten, mein Tag ist quasi morgen und mein Nachtzyklus ist abends. So, und damit kriegen wir quasi einen Morgen-Abend-Zyklus hin. Der ist zwar versetzt, weil er quasi mittags, also genau in der Mitte wäre jetzt quasi morgens bei uns die Sonne im Osten, das wäre ja 6 Uhr. Das ist aber jetzt nicht wild. Also ich würde euch eigentlich was ganz anderes zeigen. Und wir machen mal die Beschleunigung und setzen das mal auf 20 Sekunden und dann schauen wir uns das mal an. So, wenn ihr OK drückt, kann ich euch herzlich beglückwünschen. Ihr habt einen Tag-Nacht-Zyklus in eurer Welt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ihr geht auf Quick-Start. Muss man noch gucken, wir haben ja noch ein Feld, was unsere Einstellungen manipuliert. Das sollte aber nicht problematisch sein, weil unser Skript das automatisch wieder neu aufhebt. So. Sobald ihr das neue Preset ansetzt, wird das automatisch resettet. So, und wir sehen jetzt quasi, dass wir einen Sonnenaufgang haben, wo die Sonne im Osten steht und nach Westen fällt. Und dann geht aber unser Sonnenverlauf leider so, dass der Schatten nach Süden kommt. Also unsere Sonne wandert über den Norden. Das ist genau das Ding, dass im Schieberegler die Werte halt einfach nur immer wieder hin und her Pingpong spielen. Das heißt, ich zeige euch das kurz im Map-Editor. Das Problem ist, dass dieser Wert quasi immer so macht und hin und her geht. Und das ist quasi mit Zeitversatz. Wir kriegen es so nicht hin, dass der Wert so ist, wie wir den eigentlich hätten haben wollen, dass er in diese Richtung geht und von hier wieder kommt. Das kriegen wir nur aufwendiger hin, indem wir also mehrere Presets definieren und diese quasi manuell dann irgendwann setzen. Okay, darauf will ich aber nicht hinaus. Eine schöne Variante, wie wir doch einen Tag-Nacht-Zyklus hinkriegen, weil ihr habt jetzt gemerkt, wir haben nur Tag und irgendwie ist das nicht so cool. Wenn wir jetzt einen schönen Tag-Nacht-Zyklus haben wollen, machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen die Werte Mittag. Und für Mittag habe ich jetzt vordefiniert. Ich benutze jetzt auch wieder das graue Ambientlicht, was einen leichten, diffusen
Lichtverteilung gibt und benutze jetzt aber ein intensives Licht mit einer Stärke 2 und die hat einen Gelbton. D3 dB 2.0, sodass ich quasi so einen schönen Sonneneinstrahleffekt habe. Alles wird ein bisschen vergelblicher gezogen, ne? Also es sieht sonniger aus. Ihr könnt mit den Farben natürlich rumspielen, wie ihr wollt. Ja, das ist jetzt nicht vorgeschrieben. Außerdem habe ich den Sonnenstand höher gesetzt, so ähnlich wie Mittag. Also die Sonne steht nicht extrem oben am Himmel, aber 80 Grad Steigung. So, auch hier wieder 256 Berechnungsschritte. Die Maske ist an und der leichteste Glow Layer ist drin. Und wir nehmen als zweites Setup Mitternacht. Oder Nacht habe ich das hier genannt. Und wenn wir uns das jetzt angucken, ist es jetzt bei uns extrem dunkel. Die Sonne ist weg. Und wir haben jetzt ein sehr, sehr, sehr schwaches weißes oder hellgraues Ambientlicht. Auch wieder, deshalb also C0, C0, C0. Das ist ein Grauton wieder. Und mit einer Intensität von 0,2. Und zusätzlich habe ich dafür gesorgt, dass wir in der Nacht eine Blauverschiebung haben, was dem, also bei diffusem Licht, dem natürlichen Empfinden des Auges am nächsten kommt. So, hier habe ich genommen eine 190D63 und habe dem eine Intensität von 0,5 gegeben. Der horizontale Winkel ist, kommt ganz flach vom Boden und kommt aus südlicher Richtung. So, und diese beiden Presets setzen wir jetzt mal in die Karte ein und dann sehen wir, dass das schon ein ganz cooler Tag-Nacht-Zyklus ist. Also wir fangen jetzt morgens an mit. Oder nee, Quatsch, nicht morgens. Unser Mittagshoch ist Mittag und unser Nachthoch ist Nacht. Und wir nehmen auch wieder 20 Sekunden. Jetzt hüpfen wir mal rein und dann kriegen wir nämlich tatsächlich einen sehr, sehr schönen, geschmeidigen Tag-Nacht-Zyklus hin. Problematisch ist momentan immer noch, dass unser prozeduraler Himmel eine Sonne zeigt, die statisch am Himmel steht und sich beharrlich da oben hält, völlig egal, was wir für eine Zeit benutzen oder für eine Zeit haben. Also da ist unsere Sonne, die bewegt sich kein Stück, was in der Nacht echt, echt blöd ist. Aber wir haben jetzt sowas wie einen Schattenverlauf und wir haben auch ein Abdunkeln des Levels. Es wird Nacht und wir sehen, dass die Sonne weggeht und es kommt so quasi eine düstere Stimmung. Noch heftiger wird das, wenn wir den Hintergrund schwarz machen. Ich möchte euch das nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe das bisher immer ohne den prozeduralen Himmel benutzt, mit reinem schwarzen Hintergrund. Da wirkt das noch schöner. Also wir nehmen den mal raus, setzen die Farbe zurück auf schwarz und gucken uns das jetzt nochmal an. Und sehen jetzt hier eigentlich schön, dass man einen hervorragenden Schattenverlauf mitbekommt. Ja, gerade hier hinten sieht man das dann schön. Wenn die Sonne aufgeht, sieht man da hinten den Schattenwurf besonders gut. Aber wir haben natürlich keinen Schattenverlauf durch den Sonnenverlauf von Osten nach Westen. Wir haben eher ein Auf- und Absteigen der Sonne damit. Finde ich aber trotzdem ganz schön. In der nächsten Folge werden wir das dann halt durch Objektlichter ergänzen und werden hier noch Fackeln einbringen. Dann wird es richtig cool. Ja? Kann ich euch schon versprechen. Okay, das ist aber noch nicht alles. Ich habe gesagt, wir können diese Presets auch im Spiel machen. Das zeige ich euch jetzt als nächstes noch. Um das machen zu können, müssen wir jetzt erstmal unseren Tag-Nacht-Zyklus rausnehmen. Ansonsten wird er quasi regelmäßig immer wieder auf diese Werte überschrieben. Also Tag-Nacht-Zyklus machen wir jetzt mal weg und wir können jetzt wieder im Skript-Editor können wir das machen. Wir finden die unter Apply Lighting Preset. Das ist genau das, was wir haben wollen und können damit quasi per Skript auslösen, dass wir einen bestimmten Tag-Nacht-Zyklus einleiten wollen und können jetzt hier auswählen aus unseren vorgefertigten Sachen. Wir wollen jetzt zum Beispiel unseren Night-Zyklus nehmen und der Übergang soll jetzt hier 10 Sekunden dauern. Ich gucke nochmal schnell, dass der Name auch korrekt ist, nicht, dass ich doch einen anderen benutze. Das jetzt nicht die Vorauswahl ist von den Werten, die ich habe, glaube ich. Ich habe Night, jawohl. Oder kriege ich hier doch einen Dropdown? Ne, den muss ich selber eingeben. Okay, so, das machen wir jetzt und dann speichern wir das. Und wir haben das ja noch auf das Feld gebunden, also können wir damit reingehen. Und wenn wir über Nacht wechseln wollen, starten wir quasi mit dem Preset, na, sagen wir mal Default, was wir vorher hatten. So, speichern das und können jetzt ins Spiel reinhüpfen. Muss man nur noch merken, wie die anderen heißen. Evening, Midday, Morning, Night aus East und West. Okay, können wir damit mal ein bisschen rumspielen. Okay, gehen wir jetzt ins Spiel rein. Haben wir jetzt unser Default und gehen wir jetzt unsere Schritte zurück, dann wird es auf einmal Nacht. Über 10 Sekunden.
Und jawohl, es passiert. Ja. Es kommt nicht sofort, aber man merkt es. So, und auch wieder hier, dass die Funktion hieß Apply Lighting Preset und wir können das jetzt auch wieder über die Debug-Konsole machen. Apply unterstrich Lighting Preset und können jetzt hier den Namen angeben, also zum Beispiel East, und können hier auch wieder, was optional ist, die Zeit angeben, in der der Verlauf sein soll, in Sekunden, also auch mit Komma 10,5 und können das starten und sehen dann, dass wir einen Übergang haben, dass unsere Sonne jetzt dazukommt und unser Schattenverlauf ist. Und ihr seht quasi, auch hier wird der Schieberegler wieder gesetzt. Das heißt, wenn ihr einen tatsächlichen Tagesverlauf haben wollt mit Sonnenstand, könnt ihr damit rumspielen, dass ihr nicht mit zwei Presets arbeitet und das über den Tageszyklus starten lasst, sondern dass ihr euch ein Skript schreibt, was über den Tagesverlauf hin verschiedene Presets reinbringt. Oder was heißt über den Tagesverlauf? Dass ihr nicht den normalen Tagesverlauf nehmt, sondern ihr nehmt ein Skript mit Wait-Funktionen und Timern, was diese Funktion ansetzt, quasi. Die Sonne geht im Osten auf, geht dann quasi den Schieberegler nach außen weg. Ich zeige das nochmal ganz kurz an, damit das nicht wieder so eine abstrakte Beschreibung wird, mit der keiner was anfangen kann. Also, dass ihr das euch richtig vorstellen könnt. Wir haben jetzt also, Moment, lasst mich nochmal einstellen. Wir haben unsere Preset-Einstellung und dann nehmen wir wieder den Mittag. Okay. Und wollen jetzt damit arbeiten und können dann sagen, wir positionieren unsere Sonne grundsätzlich, wie haben wir es, auf 90 Grad, das heißt, die ist im Osten, fangen mit einer geringeren Lichteinwirkung an, lassen den Winkel auf 0 Grad laufen im ersten Preset, dann ist es Mittag, lassen den dann quasi schlagartig rüberspringen auf 360 Grad, lassen den weiterlaufen bis 270 Grad, dann geht die Sonne unter, dann würden wir quasi in die Abdunklungsphase gehen, wo der Schatten wieder weniger wird, also die Sonne verschwindet unterm Horizont, dann würde am nächsten wieder das zurückgestuft werden auf den Tageszyklus und würde dann am nächsten Ende wieder vorne rauskommen. Und wenn ihr das timen wollt, dann könnt ihr das über den Script-Editor relativ einfach machen, indem ihr quasi die Sachen zusammensetzt und reinbringt sowas wie, wartet kurz, Apply Light Preset. Ihr macht quasi ein Light Preset, sucht euch das aus und sagt, das soll jetzt zum Beispiel 20 Sekunden gültig sein. Danach sagt ihr quasi oder gebt ihr dem, damit nicht alle Funktionen gleichzeitig feuern, sondern dass die erst abgearbeitet wird, macht ihr danach einen Block Wait und lasst den 20 Sekunden lang warten. Das heißt, solange der arbeitet, wird das Programm pausiert und danach wird der nächste Block aufgerufen und dann geht es quasi wieder weiter mit einem Apply Light Preset. Machen das jetzt einfach mal rein, dass ihr das mal angucken könnt. Und dann machen wir jetzt quasi hier einfach mal mit Day war es, glaube ich, mit einem D, 2D. Und das machen wir auch auf 20 Sekunden. Und das könnten wir jetzt auch noch in eine Schleife reinpacken, dass das immer wieder passiert. Und könnten das so abarbeiten. Und wenn wir den Tag-Nacht-Zyklus dann nicht über, also wenn wir mehrere als zwei Zyklen haben wollen, die wir nicht vorkonfigurieren können, können wir uns jetzt quasi weiterhelfen, indem wir einfach in die Karte reingehen. Haben wir das noch drauf? Das sind wir nicht drauf. Und sagen jetzt einfach, wir binden das in unsere Karte ein, aber diesmal als Postload-Skript. Das heißt, nachdem die Karte fertig geladen ist, wird dieses Skript automatisch genommen und ausgeführt. Und wenn wir das in der Schleife haben, könnten wir darüber einen Tageszyklus machen und könnten auch sowas machen, wie dass regelmäßig Uhrzeiten ausgegeben werden. Also auch hier. Moment, lass uns nochmal kurz gucken. Der Tag-Nacht-Zyklus sollte auf jeden Fall aus sein. Ansonsten hat das nämlich überhaupt keinen Effekt. Ne, der ist nämlich nicht aus. So, jetzt lasst uns das nochmal anschauen. Und wir sehen, wir haben einen Verlauf, genau wie wir das geplant haben. Der funktioniert und der wird jetzt quasi hintereinander die ganzen Zustände abspielen. Und genau, Schattenverlauf sehen wir auch in den Wänden. Und so könnten wir das machen, dass wir mehrere Zustände ineinander machen und das in einer Endlosschleife ablaufen lassen. Da kriegen wir einen guten Tag-Nacht-Zyklus hin, mit mehr als zwei Zuständen dann natürlich, ne? So, jetzt möchte ich euch noch ein was zeigen. So, wenn wir wissen möchten, wie spät es ist, können wir jetzt wieder unser Skript nehmen und können jetzt hier sagen,
Wir lesen einfach mal was aus. So, wir nehmen jetzt hier einfach ein Wert und locken uns mal was oder print. Ich glaube, die print, ja, die gibt es auch. Schreibst das mal in die Konsole, heißt das. Also wir schreiben etwas in die Konsole und wir schreiben hier einen ziemlich speziellen Wert, nämlich Global. Das ist ein Schlagwort für alle globalen Einstellungen. Und dann gibt es den Wert Time. So, mit diesem Wert können wir auslesen, welche Zeit es ist. Das speichern wir jetzt erstmal ab. Und um darauf zu kommen, finden wir das in der Help-Section unter den Skript-Referenzen. Scripting. Skript-Referenz. Da ist es. Wenn wir hier ganz runter scrollen, finden wir irgendwo die Globals. Oder ist es hier nicht? Listen wir mal kurz. Nee, also hier seht ihr so quasi Funktion, System, doch hier Systemzeit und hier sollte eigentlich auch, das ist die Systemzeit des Rechners, das wollen wir aber nicht haben, wir wollen eigentlich die Global Time, da oben ist es. Okay, bei der Online-Referenz ist es ganz unten, also entschuldigt, dass ich hier gerade so ein bisschen unkoordiniert war, ich nutze meistens die Online-Referenz, ja. Und hier findet ihr auch Tipps, wie ihr eure Skripte gestalten könnt, wie ihr zum Beispiel Integer in Strings umwandelt und ja und so ein Zeug. Wir kommen noch ins Scripting früh genug. Ich möchte euch langsam erstmal ranführen, dass ihr schon mal so ein bisschen geskriptet habt, dass ihr die Scheu verliert und dann machen wir das irgendwann konzeptionell von Null auf. Okay, so, also wir wollten auslesen, wie spät es ist. Und das ist jetzt natürlich nicht ganz so praktisch auf dem Feld. Ach nee, halt, das bringt uns auch nicht wirklich weiter, weil wir wollen jetzt natürlich nicht nur einmal die Zeit haben, obwohl doch, das können wir auch machen. Wir hauen uns auf die Zeit jedes Mal, wenn wir das Feld betreten. Das reicht. Wir können uns aber auch eine Schleife machen, aber ich möchte das auch gerade nicht so übertreiben mit dem Skripten. Das soll eigentlich, wie gesagt, ein strukturiertes Example werden, was wir Stück für Stück aufbauen. Also wir machen jetzt quasi hier das SetLight-Skript. Das hat jetzt einen anderen Inhalt und gibt uns die Zeit aus. Und jedes Mal, wenn wir da drauf treten, sehen wir die Zeit. Damit wir die Zeit jetzt kriegen, brauchen wir aber auch den globalen, also die globalen Settings, ne? Also wir müssen jetzt den Tag-Nacht-Zyklus wieder aktivieren und müssen dem auch eine Zeit beimessen, weil das ist unsere Tageszeit letztendlich. Das heißt, geben wir dem Ding jetzt hier 30 Sekunden, dann ist unsere Tageszeit irgendein Zahlenwert zwischen 0 und 30 und dann ist Schluss, ne? Also wir haben dann nicht 24 Stunden, wir müssten uns das noch umrechnen alles. Aber wir haben eine Möglichkeit, wenn wir wissen, wie viele Sekunden unsere Zyklusdauer ist für unseren Tag, dass wir sagen können, wir wissen, wo wir uns befinden. Ja, wenn wir das also durch 30 teilen, den Wert, dann haben wir quasi den prozentualen Wert. Also ausgedrückt zwischen 0 und 1. 1 ist ja 100%. So, können wir uns das jetzt angucken? Sollten jetzt einen, wenn alles geklappt hat, den Tag-Nacht-Zyklus haben. Und es bewegt sich was, jawohl, passt. Und wenn wir hier drauf treten, sehen wir dann, wie spät es ist. Ja, passiert gerade nichts. Doch, da ist es. So, auf der Konsole muss ich natürlich die Konsole offen haben. Ne? Also da ist es quasi 23 irgendwas. Wir können auch das als Display-Message machen, dann werden wir aber unterbrochen. Was noch eine schöne Methode ist, wo wir die Konsole nicht aufmachen müssen, wäre noch Log-Message. Das ist auch immer schön. Also Print-Message seht ihr als Spiel im Spiel nicht, aber Log-Message könnt ihr sehen und da können wir das einfach auch wieder hier einfach reinkopieren. Zack, machen das weg. Verknüpfen einfach die Knoten neu. Und dann funktioniert das auch besser und dann sehen wir das. Ohne dass wir als Dialog unterbrochen werden, können wir jetzt sagen, hier, okay. 17,5 von 30, 20 von 30. Und da sehen wir jetzt quasi den Tagesverlauf. Ich habe auch das schon mal mit ein bisschen rumgespielt, mir einen Kalender gebastelt, der mir einen neuen Tag ankündigt und sowas. Also da lässt sich viel mitmachen und wir werden da in Zukunft auch noch richtig coole Sachen machen. Ne? Nach 30 geht es von 0 wieder von vorne los. Okay. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns mit Objektbeleuchtung beschäftigen, Fackeln und solche Sachen. Dann wird die Szene richtig cool. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir bitte gerne wieder einen Daumen nach oben. Oder was heißt, gebt mir bitte gerne. Ich würde mich riesig freuen über einen Daumen nach oben. Und noch mehr würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich hoffe, wir sehen uns da. Macht's gut.